Na, ich grüße euch und willkommen zu einem neuen kleineren Unboxing. Ja, das kleine Paketchen. Wieder was Kleines bestellt. Da schauen wir mal jetzt, was hier drin ist. Ist auch schon eine Weile her, wo ich das bestellt hatte. Und ja, weiß ich gar nicht mehr richtig jetzt, was ich hier eigentlich bestellt hatte alles. Okay. Was ist das? Bombenrohre? Die sehen mir aber wirklich unbekannt aus. Die habe ich da echt gar nicht bestellt. Von Leslie. Okay. Aber die habe ich eigentlich nicht bestellt. Wahrscheinlich gab es da wieder irgendeinen anderen Artikel nicht. Da haben sie dafür mir die hier reingemacht. Wie sind denn das? Zwei, drei, vier. 5, 6, das sind 6, 6 Bombenrohre von Leslie. Kenne ich noch gar nicht. Bin ich ja echt gespannt, was die können. Naja, Goodie. Dann haben wir, was haben wir hier noch so Schönes? Mini-Soccer-Blitz, Scream, Boom, Whistling. Ich denke mal, das sind wie die Moskitos. Werden das sein? 1, 2. Oh, die Packung ist schon offen. Na, klasse. Naja, es war die dritte Packung. Das ist 4, 5, 6. Hier unten ist noch eine. 7. 7 Packungen. Und hier sind immer 6 Stück drin. Naja, gut. Legen wir mal weg. Hier ist die Packung aufgegangen. Schöner Mist. Hier liegt auch noch einer rum. So, was ist das hier? Ach, die. Die PS2. Nicht von Funke. Ich habe immer wieder in Videos gesehen auf YouTube, wo die Leute wirklich denken und sagen, dass die von Funke waren. Sind sie aber nicht. Sind nicht von Funke. Ja, steht doch nirgends Funke oder irgendwas drauf. Ja. Genau. Die sollen auch ganz gut sein. 2 Gramm. Genau. Und das sind an sich fast eigentlich dieselben. Sind auch von Enigma. Sind eigentlich wirklich genau dieselben. Eigentlich beide 2 Gramm. Kann man mal vergleichen. Dann hier von Zombum. 20 Stück. F1. Ach, Fontäne. Ich dachte jetzt, das wären irgendwelche Knaller. Aber wenn das F1 ist, was habe ich denn hier bestellt? Sieht wirklich aus wie Böller. Ja, mal testen. Bin ja wirklich gespannt. Was ist hier noch? Ah, Tiger Bomb, ein Beckel von Funke. So, und dann hier, was ist hier noch? Ach, hier die von Klasik. Blau, Grün und Rot. Das sind an sich die gleichen wie von Funke, die Geysire. Ja, genau. Ja, farbiges Licht. Erstmal Bengalflamme. In Rot, Blau und Grün und dann zum Schluss knisternder Auswurf. Ja, genau. Das sind die 20 Sekunden von 2016. Steht hier auch schon ziemlich alt. Und hier ganz unten, was ist das noch? F3 Dumbum. Ah, die Dumbum Single Shots. Wer kennt sie nicht? Genau. Das war's schon. Und dann gucken wir mal uns die Gesamtübersicht an. So, das wäre dann die Gesamtübersicht. Ja, genau. Das war das kleine Unboxing. Und ja,
Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.